von dem. Steht hier auch wieder ein Marker im Regal? Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt. Was ich an diesem Bücherregal auf jeden Fall relativ faszinierend finde, ist die Tatsache, dass das Blut von innen an der Scheibe hängt. Hier an den Wänden auch wieder überall die Nekromorph-Runen. Hören Sie nicht auf sie! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche ab. Welches von den beiden ist das, das ich nicht gekommen bin? Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist zu den Hauptgemeinschaftsräumen, CEC. Wir bringen die Menschen in die Zukunft. Zu den Hauptgemeinschaftsräumen also. Okay. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Und ihr Tod ist nur... Nee, das ist falsch. Das ist der Raum, durch den ich gekommen bin. Hier hinten ist, Toilette. Da steht doch an der Tür. Werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Dass es hier keinen einzigen Spiegel mehr gibt, finde ich auch sehr interessant. Okay, ich glaube, es ist wirklich die Tür, die dann, ihre Schaltung da wieder aktiviert, dass man die wieder öffnen kann. Das ist ja interessant. Okay. Na gut. Einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben. Dann gehen wir mal hier durch den durch die Schlafkoje. Was anderes gibt's da hier? Gerade nicht zu entdecken, obwohl ich mich erinnere, dass wir irgendwie noch in einen Raum kommen, wo wir noch ein bisschen mehr über diese ganze Unitology-Religion erfahren. Aber das kann auch sein, dass das dieser VIP-Bereich ist, in den wir reingelassen werden, wenn wir die drei Karten haben. Nein, Munition, 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 Munition. Alles nur Munition, keine Links dabei, ne? Halbleiter oder irgendwie sowas, was man dann verkaufen könnte. Dafür können wir uns jetzt natürlich gerade über unseren aktuellen Munitionsvorrat nicht beschweren. Ich meine, wir haben 200, 400, 600... 743 Schuss für unser Impulsgewehr im Rucksack plus die 175, die wir im Inventar haben. 43 plus 75, jetzt muss ich, jetzt will ich Kopf rechnen. Jetzt wird's gefährlich. 75 plus 43 sind 78. 818 Schuss. Ich habe mich da bestimmt irgendwo verrechnet. Ja, natürlich. Ja, ist auch egal. Ganz, ganz viel Munition. Ja. Das ist was, das habe ich in den anderen Kojen schon versucht. Die Betten hier hin und her zu ziehen. Bei den Betten irgendwas Verstecktes? Da liegt ein Rubin-Halbleiter. So, wir müssen jetzt hier... Okay, ach, da hinten ist noch was. Guck mal. Das hätte ich fast übersehen. So, der muss wieder zurück hier. Weil der nämlich auch wieder zurück muss. Weil wir den da lang schieben müssen. Sonst kommen wir hier nämlich nicht durch. Oh, ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Ist hier ein Lüftungsschacht? Nein.
Weil wir wissen ja, dass der Hunter irgendwo da draußen ist. Ne, das wäre doch jetzt ideal. Ja, du musst, der Hunter jagt dich und du musst dir die Betten wieder zurückschieben, um hier rauszukommen. Das ist doch... Und wisst ihr, was mir hier so überhaupt nicht gefällt? Die ganzen Leichen, die ein Effektor potenziell in gefährliche Feinde umwandeln könnte. Ja gut, die nicht. Der ist auch ohne Kopf. Die sind alle ohne Kopf, ne? Seid ihr alle ohne Kopf? Dann legt euch mal alle da hinten in die Ecke. Noch fühle ich mich ja relativ sicher hier. Moin. Oh, Entschuldigung. So, die sind alle ohne Kopf, das müsste also eigentlich gut gehen. Kann man das auch irgendwie wegräumen hier? Anscheinend nicht. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir gleich gejagt werden. Na, guck mal, er wird auch direkt neben uns erscheinen. Oh, wir haben ein Aua, aber wir haben kein kleines Ding zum Heilen. Na gut. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Ich sag's doch. Ich sag's doch, es ist der scheiß Hunter, der jetzt kommt. Warte bitte hier. Theoretisch müsste ich ja hier kurz sicher sein, ne? Um zumindest zu heilen. So, wir haben ihn ja jetzt ausgesperrt erstmal, ne? Zumindest für den Augenblick. Überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Warte kurz. Okay. Dann mach das mal rückgängig. Deine Mistkopfzeug ist hier wieder irgendwo unterwegs. Da an der Decke. Alter! Spiel nicht so auf Zeit! Das ist das eine, was ich nicht habe hier. Da ist er.
Wobei ich nicht weiß, wie lange wir jetzt hier durchhalten müssen. Ich werde mal... Okay, ich habe das Schloss überbrückt. Verschwinde da! Ein Stasepack schlucken. Und dann hauen wir da ab. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den VIP-Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Isaac, du solltest Dr. Kall mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich hier habe, stammt aus meinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Arschloch, ey. Löse! Und gleich schon wieder direkt neben mir, der dumme Sausack. Lauf, Isaac! Aber das war nicht fair eben. Alter, das ist nicht fair hier gerade. Boah. Meine Fresse, so haben wir nicht gebettet. Da höre ich mir in Ruhe die Mitteilung an und dann das, ey. Da hätte ich eigentlich mit rechnen können, ne? Ich sollte vielleicht auch damit rechnen, dass das blöde Mistvieh hier oben nochmal auftaucht. Plasma-Energie Pferd kaufen. Ja, Impulsprojektile haben wir noch mehr als genug. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Strahlmunition ist auch. Also so viel Strahlmunition brauchen wir rein theoretisch eigentlich nicht. Eigentlich ist das ja direkt hier nebenan. Wegen dem Plasma-Cutter. Ja, das ist jetzt so eine gewaltige Hin- und Her-Rennerei, wenn ich den Plasma-Cutter immer wieder wegstecke dann. Ich glaube, wir nehmen auch nochmal einen Stasepack mit. Jetzt mag sich die Frage stellen. Warum upgradet der Idiot eigentlich nicht die Waffe, die er tatsächlich auch benutzt? Und die Antwort ist, weil der Plasma-Cutter prinzipiell als Waffe, glaube ich, viel geiler ist als die Strahlenkanone. Zumindest, wenn man ihn erstmal voll upgradet hat. Und das ist jetzt mein nächstes Ziel. Das werden wir in diesem Playthrough nicht mehr schaffen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann das Bedürfnis, dieses Spiel dann nochmal zu spielen. Und dann kann ich weiter am Upgrade für meinen Plasma-Cutter arbeiten. Jetzt geht er auf jeden Fall erstmal in den Safe zurück. So. Und dann endlich speichern. Das hat mir das blöde Vieh ja gerade so ein bisschen vergrätzt, das Speichern, ne? So, hier ist der VIP-Bereich, ne? Jetzt dürfen wir hier nämlich auch rein. Zu Dr. Kain. Hi. Doktor? Naja, ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das Windschattel reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren.
hat versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie genau hin. Was zur Hölle? Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Okay. Das kollektive Bewusstsein der Necromorphs quasi ein Hive-Mind. Gut. Gibt es denn hier noch einen Shop, wenn sie mir jetzt noch einen Halbleiter entgegenschmeißen? Nein. Wie viel Inventarplatz habe ich denn noch? 5. Ja gut, dann brauche ich den Halbleiter auch jetzt nicht unbedingt schon zu irgendeinem Shop schleppen. Immer noch 4 Überlebende. 5! Verdammt, 5 Überlebende an Bord der Ishimura. Dr. Kine, Dr. Mercer, wir selbst, Kendra und Nicole. Von der wir allerdings schon relativ lange nichts gehört haben. Was sind das für Leute? Sind das die Omega-Ultra-Mitglieder von Unitology hier? Weil wir sind ja im VIP-Bereich, ne? Zutritt nur für Klasse 1 Personal. Oh, hi. Oha. Sehe ich das richtig, dass das gleich 4 von den Dingern waren? Ich bin gerade ganz froh, dass ich meine Stase-Kapsel mitgenommen habe. Das wäre hier sonst nämlich gerade echt unangenehm geworden. Ich bin auch gerade am Überlegen, vielleicht sollte ich meine Ressourcen in Zukunft statt in Energieknoten in Stase-Packs investieren. Wäre wahrscheinlich nicht der dümmste Plan, oder?